Der römische Geschichtsschreiber Tacitus verwundert sich, wie wir gehört haben, über den existenziellen Ernst und vor allem das Maß der Verausgabung von Besitz und sogar Leben der Germanen beim Spiel, nicht aber über das Spiel selbst. Diese Haltung ist ihm suspekt, jedoch waren die Römer selbst leidenschaftliche Spieler. Als lockerer Zeitvertreib war das Würfelspiel beliebt und jedenfalls in vorchristlicher Zeit an sich moralisch unbedenklich. Geld und andere Sacheinsätze bis zu einem gewissen Grad waren üblich und akzeptiert. In Plautus Cuculio, aus dem wir schon vom antiken Tennisspiel erfahren haben, werden zum Beispiel ein Mantel und ein wertvoller Ring als Spielgewinn eingesetzt. Solche Einsätze bei den Römern aber sollten wohl nach Tacitus Ansicht die Grenze zwischen Spiel und Nichtspiel nicht attackieren, indem etwa die persönliche Freiheit, die Existenzgrundlage oder gar das eigene Leben in Gefahr gerieten, also Konsequenzen über die Spielzeit hinaus drohten, sondern bloß das Spielvergnügen steigern. Der römische Satiriker Juvenal beklagt jedoch sehr wohl die übermäßige Leidenschaft einiger Würfelspieler. Wann sorgte das Glücksspiel für solche Begeisterung? Denn man begibt sich nicht in Begleitung eines Geldkästchens zur Entscheidung am Spieltisch, sondern man spielt, nachdem man seine Schatztruhe in Stellung gebracht hat. Was für gewaltige Schlachten du dort sehen wirst, wenn der Geldverwalter zum Waffenträger wird. Ist es einfach nur Wahnsinn, 100.000 Sesterzen zu verlieren und einem vor Kälte zitternden Sklaven nicht einmal eine Tunika zu gewähren? Diese Kritik traf dann auch Aristokraten und sogar Kaiser. Besonders Augustus wurde von Sueton als leidenschaftlicher Glücksspieler gerügt. Sueton berichtet, dass Augustus bis ins hohe Alter geradezu besessen war vom Würfelspiel, das er zu jeder Gelegenheit betrieb. Der Kaiser selbst machte aus seiner Leidenschaft keinen Hehl, sondern berichtet in mehreren Briefen vom Glück und Misserfolg beim Würfeln. Einmal, so schreibt er an einen Freund, Tiberius, habe er 20.000 Sesterzen verloren, wobei dies nur daran gelegen habe, dass er selbst sehr liberal gespielt habe. Den Verlust deklariert er als Akt der Freigebigkeit, die seinen Ruhm in göttlichen Sphären erhöhen solle. Auch sonst war er den Spielen allgemein sehr zugetan, dies aber wohl eher aus politisch-strategischen und herrschaftsrepräsentativen Gründen und weniger aus Vergnügungssucht. Man denke nur an den Ausspruch »Brot und Spiele«, den Juvenal als Kritik an Augustus' Politik prägte, die darauf abzielte, das Volk durch die Befriedigung niederer Bedürfnisse zu einer günstigen Stimmabgabe bei den Magistratswahlen zu bewegen. Der Ausdruck ist aber auch vielsagend zum existenziellen Status der Spiele für den Menschen, wie wir ihn schon bei den Lydern kennengelernt haben. Dass es sich hierbei um die Spiele im Zirkus, wie etwa die Gladiatorenkämpfe oder die Wagenrennen handelt, ist klar. Der agonale Zusammenhang zwischen diesen und den Brettspielen, selbst solchen, an denen Würfel beteiligt sind, haben wir schon bei Isidor von Sevilla gesehen. Wie in Griechenland waren in Rom exzessives Glücksspiel aufgrund des Risikos der existenzbedrohenden Verausgabung und daraus resultierender Gewaltausbrüche in eigens dafür eingerichteten öffentlichen Lokalitäten verpönt und in der Regel auch verboten. Schmähung und Verbot trafen allerdings nur die einfachen Leute. Die Aristokraten pflegten zu Hause zu spielen. Isidor, der sich trotz seines christlichen Blickwinkels bei der Behandlung des Glücksspiels einigermaßen um Neutralität bemühte, weiß darum, dass beim Würfeln Betrug, Täuschung und Meineid niemals fern seien, schließlich auch Hass und Verlust von Besitz herrschten. Jedoch nicht, wenn es sich dabei um den sportlichen Wettkampf handelte. Vereinbarungen über gegenseitige Spieleinsätze als gültige Verträge waren für nichtig erklärt. Die justizianischen Gesetze bekräftigten frühere, bereits zu Zeiten Tacitus geltende Verbote und verschärften sie insofern, als dass es für einen Verlierer, seinen Erben, dem Fiskus oder gar außenstehende Dritte rechtens war, den ursprünglichen Einsatz innerhalb von einer Frist von 50 Jahren zurückzufordern. Ein Geldeinsatz bei den genannten Sportwetten war selbst für Vermögende ebenfalls auf einen Solidus beschränkt. Wetten dagegen war grundsätzlich erlaubt, jedoch nur dann, wenn der Gegenstand nicht auf zweideutiger Rede bzw. Betrug beruhte, sich nicht auf verbotene Spiele bezog und der Wetteinsatz nicht zu hoch war. Als Wette wurde ein gegenseitiges Versprechen verstanden, bei dem Gewinn und Verlust von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Behauptung abhängig gemacht wurde. Daraus ergibt sich jedenfalls aus Perspektive der römischen Gesetzgebung, die sich generell nur dann um derlei Sachverhalte kümmerte, wenn sie einen materiellen Einsatz oder andere das Recht verletzende Handlungen einschlossen, ein interessanter Unterschied zwischen Spiel und Wette. Das Spiel wird um des Gewinnes wegen betrieben, der über den Gewinn entscheidende Moment liegt immer in der Zukunft und ist nach den Regeln des jeweiligen Spiels festgesetzt. Daher kann das gleiche Spiel beliebig oft mit
erneute Aussetzung des Gewinns wiederholt werden. In der Sprache des Vertragsgesetzes: Spiel ist derjenige Vertrag, wodurch zwei oder mehrere Personen einen Gewinn festsetzen, welchen je nach der Entscheidung eines bestimmt bezeichneten zukünftigen ungewissen Umstandes der eine oder mehrere Kontrahenten von den übrigen erhalten sollte. Das Motiv der Wette sei nämlich nur Rechthaberei bei einem Streite. Der Gewinn soll nur ein Siegeszeichen sein und den Verlierenden gewissermaßen für ein grundloses Streiten züchtigen. Das den Streit entscheidende Moment kann beliebig in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft liegen und ist nicht wiederholbar. Eine Wette aber ist ein Vertrag, wonach zwei oder mehrere über eine bestimmte Behauptung streitende Personen einen Gewinn festsetzen, welchen derjenige von ihnen, der Recht hat, von den übrigen erhalten soll. Sogenannte Sportwetten waren demnach im gewissen Rahmen erlaubt, während das Wetten auf das Ergebnis von Glücksspielen, sei es zwischen den Spielenden oder den Zuschauern, verboten war, da diese selbst untersagt waren. Sittliche Entartungen beim Spiel waren Tacitus aus der eigenen Gesellschaft also wohl bekannt. Als Paradigma ungebändigter Wildheit überhöht er den Spieleinsatz von bloß monetären noch einmal um den Gewinn fremden Lebens, nicht ohne den Germanen durch die abschließende Transformation des vitalen Gewinns im puren Geldwert ihre Sittlichkeit zu einem Teil zurückzuerstatten. Und so rettet Tacitus das Spielen auch zurück ins eigene System nach Rom. Wir erinnern uns an die Lyder, die, als alles Spielen nichts mehr half und der Hunger nicht länger in Schach gehalten werden konnte, kurzerhand per Losentscheid das Volk zur Hälfte teilte. Wie das Hazardspiel diente ihnen also das Los gewissermaßen als eine Technik logischer Berechnung zur Sicherung des Überlebens des Volkes. Das ist insofern bemerkenswert, als dass in der attischen Republik die Lotterie als das tragende Instrument der Demokratie schlechthin angesehen wurde. Etwa 1000 Ämter wurden in Athen gelost, nur 100 unterlagen der Wahl. Es handelte sich also um eine durchaus ernste Angelegenheit, die durch ihre Abhängigkeit vom Zufall auch als kritikwürdig galt. Gleichnisse sind die Aussprüche des Sokrates. Zum Beispiel, wenn jemand sage, es sollte nicht die durch das Los Bestimmten herrschen, denn das wäre ja so, wie wenn man Athleten durch das Los bestimmte, also nicht die, die fähig sind, den Wettkampf zu bestreiten, sondern diejenigen, auf die das Los fällt. Oder wenn jemand sagte, man müsse einen von der Besatzung durch das Los zum Steuermann machen, denn das müsse einer sein, auf den das Los falle und nicht einer, der sich auf dieses Geschäft verstehe. Dass gewissermaßen als Ausflucht aus diesem Dilemma der Kontingenz die politische Lotterie der attischen Republik auch als Ausdruck göttlichen Willens angesehen wurde, dass zumindest ihr Ursprung sich im Religiösen findet, versucht ihr umgekehrt providenziellen Charakter zuzuschreiben. Auch dann, wenn die religiöse Bedeutung des Losens äußerst beiläufig gewesen sein mag, war es, wie das Spielen bei den Lydern, ein unverzichtbares Verfahren zur Konstitution und Festigung der Ordnung für das politische und gesellschaftliche Leben der Polis. Auch in Rom war das Losen verbreitet, aber sehr viel eindeutiger mit göttlicher Vorsehung verknüpft, nämlich als Instrument der Wahrsagung. Dem politisch rechtsförmigen Losentscheid, wie man insbesondere an den christlichen Adaptionen ablesen kann, wohnt schon im römischen Recht eine providenzielle Unterstellung inne, die im Sinne des Fatum unabänderlich, wenn auch unbegreiflich und deshalb durch den menschlichen Willen nicht beeinflussbar ist. Cicero äußert in De Divinatione seine Skepsis gegenüber verschiedenen Instrumenten der Weissagung, wie sie im antiken Rom Anwendung fanden. In seiner Beweisführung, dass das gelegentlich wahrhaftig Eintretende einer auf Lotterie beruhenden Weissagung nur auf Zufall, also Kasus, beruhe, verwendet er das Würfeln als ein zentrales Beispiel. Das Losen an sich freilich ist durchaus unverächtlich, wenn es über die Gewähr des Alters verfügt, wie zum Beispiel die Lose, die nach der Überlieferung aus der Erde stammen. Dass ihre Ziehung nach der Sache entsprechend herauskommt, ist nach meiner Überzeugung jedenfalls möglich unter göttlicher Einwirkung. Interessant ist der Vergleich des Würfelns mit dem Losverfahren, der den Zusammenhang zwischen vermeintlicher Providenz und tatsächlichem, willkürlichem Zufall offenlegt und die Verwerflichkeit des einen auf das andere überträgt. Was ist so unbestimmt wie das Würfeln? Trotzdem gibt es niemand, dem nicht bei häufigem Würfeln zuweilen ein Venuswurf gelänge, manchmal sogar ein zweiter und dritter. Wollen wir deswegen, wie die Toren behaupten, darin äußere sich ein Eingreifen der Venus und nicht der Zufall? Wie nämlich verhält es sich mit einem Los? Doch etwa so, wie wenn man Morra spielt oder wie wenn man Würfel von dieser oder jener Art wirft. Dabei herrschen gerade Wohl und Zufall, nicht Vernunft und Planung.
Die ganze Angelegenheit wurde eben betrügerisch erfunden und beruht entweder auf Gewinnsucht oder auf Aberglauben oder einfach auf Irrtum. Als Morra wird ein Fingerspiel aus dem Mittelmeerraum bezeichnet, welches an das uns bekannte Schere, Stein, Papier erinnert. Dabei strecken zwei Spieler gleichzeitig ihre rechte Hand mit beliebig vielen Fingern aus. Im selben Moment nennen beide jeweils eine Zahl zwischen 2 und 10, welche die Summe aller Finger errät. Der früheste Beleg dieses von Cicero erwähnten Spiels ist eine bildliche Darstellung aus Theben, Ägypten. Der gleichen Ansicht über das Losen wie der römische Rhetoriker ist Terenz, der die Figur des Micio in der Komödie Adelphoe mit positiv-fatalistischer und weltzugewandter Haltung der durch Los und Würfel nicht kontrollierbaren Kontingenz begegnen lässt. Das Menschenleben ist doch wie ein Würfelspiel. Wenn dir der Wurf, den du am besten brauchen kannst, nicht gleich glückt, so nimm, was gerade fällt und mache klug das Beste draus. Micio, der Eschinus, den einen der Brüder erzieht, ist aber der Vertreter einer modernen, liberalen Erziehungsmethode, der von Terenz schließlich doch zugunsten einer reaktionären Rückbesinnung auf ältere Tugenden abgelehnt wird. Während Cicero Würfeln und weissagendes Losen nur strukturell vergleichend gegenüberstellt, erfährt man erneut aus Plautus Curculio überhaupt zum ersten Mal Näheres zur Praxis des Würfelspiels und damit verbunden quasi rituellen Handlungen. Bisweilen herrschte offenbar der Glaube, man könne mit den Würfeln selbst die Zukunft beeinflussen. Als wir satt gegessen und getrunken, herrscht er Würfelherr, fordert mich auf zu spielen, ich setze meinen Mantel, er setzt dagegen seinen Ring aus, wirft und ruft Planesium, er wirft den Geierwurf. Ich ergreife dann die Würfel, rufe meine Näherer an, Herkules, und werfe gleich den Königswurf. Mit Geierwurf, auch Canis, ist der schlechteste aller denkbaren Würfe, mit Königswurf, auch Venus, der beste gemeint, der den Spieler augenblicklich zum Gewinner macht. Dabei muss bei 4 Würfeln, Tully, jeweils eine andere Seite oben liegen. Diesen Venuswurf erwähnt auch Cicero. Die Anrufung der Götter vor einem Würfelwurf, um den Zufall durch göttliche Gunst positiv zu beeinflussen, wie auch das Würfeln als Liebesorakel, weshalb der Soldat den Namen der Planesium anruft, waren jedenfalls nicht unüblich. Dass sich Curculio auf Herkules als seinen Ernährer beruft, erklärt sich aus dem Attribut der Gefräßigkeit, wodurch bei einem herkulischen Mahl wo so einiges für einen Parasiten, einen Vorkoster also, abgefallen sein dürfte. Nicht zuletzt dürften es solche Praktiken gewesen sein, die nicht nur die Philosophen zur Kritik anregten, sondern bereits die frühesten christlichen Ansichten über das Glücksspiel prägten, die bis ins europäische Mittelalter im Großen und Ganzen unverändert Gültigkeit behalten sollten. Bereits die erste lateinisch-christliche Schrift zum Gegenstand gibt verbindlich darüber Auskunft, der pseudo-zyprianische Traktat De Aleatoribus, der vermutlich vom hier schon sehr verkniffen dreinblickenden römischen Bischof Viktor I. verfasst wurde und sich sowohl an seine Amtsgenossen als auch an die Gläubigen allgemein richtet. Erwähnt das Würfelspiel zusammen mit 17 weiteren Haupt- und Nebensünden. Seine Versuchungen sind zahlreich. Götzendienst, Ehebrüche, Diebstahl, Raub, Geiz, Gier, Betrug, Trunkenheit, Schwäche, Mord, Eifer, Hinterhältigkeit, Lüge, Meineid, Neid, Übermut, Fluchen, falsches Verhalten und so weiter und ähnliche Dinge mehr. Zu ihnen gehört auch das Würfelspiel. Hier feiert der Teufel seine Triumphe, hier folgen Perfidie und falsches Zeugnis, am Würfelbrett herrschen wahnsinnige Raserei, schnellbereiter Meineid und schlangenartiges Gezischel. Die hässlichsten Leidenschaften, Streit, Schimpf, Verbrechen und wilde Eifer ruft das Würfelbrett wach und entzweit die Brüder und Freunde. Jedoch kommt es dem Verfasser nicht auf die Feststellung geltenden Rechts an, das den Spielern ihr Tun verbieten würde. Er meint sogar, niemand schädigt und verfolgt sie, aber sie selbst verfolgen sich und verschleudern ihr väterliches Erbe durch das Spiel mit verschiedenen punktierten Knochenstückchen. Er beleuchtet das Würfelspiel allein aus sündentheologischer Perspektive. Damit, dass der Verfasser für die aus wertlosem Bein, Knochen, gefertigten Würfel die umständliche Beschreibung ossuorum cum multiformi numero, verschieden punktierten Knochenstückchen, wählt und nicht das übliche Tally oder Tessere verwendet, drückt er seine besondere Abneigung aus, als hätten sie keinen eigenen Namen verdient und oder als käme ihr Nennen ihrerseits einer Anrufung gleich. Das wird verständlich angesichts der Ursprungsgeschichte des Würfelspiels, die Eigengut des Verfassers und zu sein scheint, denn sie ist andernorts so nicht nachweisbar.
Wer hat dieses Verbrechen erfunden? Die Schriftsteller sagen es uns. Ein in der Literatur bewanderter Mann hat es durch vieles Nachdenken unter der Inspiration des Teufels erdacht, um sich einen Namen zu machen und zu göttlicher Ehre zu gelangen. Nachdem er es durch teuflischen Beistand erfunden, ließ er eine Statue von sich selbst, das Würfelbrett in der Hand, anfertigen und an ihr seinen Namen anbringen, damit er als der Erfinder erschiene und jeder Spieler, als auch der Christliche, nach seinem Namen genannt wurde, während wir Christen den hässlichen Namen dieses Bösen nicht einmal in den Mund nehmen dürfen. Aber noch mehr, die große Statue wurde nachgebildet und in Statuetten vervielfältigt und der Erfinder bestimmte, dass niemand das Würfelbrett anrühren solle, der ihm nicht zuvor geopfert hätte. So erreichte er es, dass er, obgleich nur ein ruchloser Mensch, zu göttlichen Ehren kam. Bei der Legende der Schriftsteller, auf die sich der Verfasser vage beruft, ist eventuell an die ägyptische Gottheit Teut zu denken. Teut oder auch Tod ist der altägyptische Name für Ibis und wird daher als Figur mit dem Kopf eines Ibis dargestellt. Platon erwähnt ihn im Phaidros als Erfinder verschiedener Künste, unter anderem von Brett- und Würfelspielen, ein Mythos, den der Philosoph wohl seinerseits erfunden hat, um auf seiner Grundlage gegen die Wurzel allen Übels zu polemisieren. Obwohl Thamus, der König von Ägypten, den einen Künsten mehr oder weniger Nutzen zuerkannte und man weiß nicht, wie die Spiele bei diesem Evaluierungsprozess abschnitten, ist es doch bei Platon bekanntlich die Schrift, welche die größte Missbilligung erregte. Sollte der römische Bischof Viktor I. den Gott Teut gemeint haben, wird Studio Literarum Bene Eruditas wohl nicht als in der Literatur bewandert, sondern als in guter Kenntnis der Buchstaben zu verstehen sein. Trotzdem Platon Teut zum Vater des Spiels als solchem, das heißt zum Erfinder eines verantwortungslosen Habitus und unproduktiven Zeitvertreibs zugleich gemacht hat, nennt er es als Kunst in einem Atemzug zusammen mit den Zahlen und der Arithmetik, der Geometrie und Astronomie, was an die Lyder denken lässt, die sich genauestens berechnet erst ihre Lebenszeit mit Würfeln verdoppelten und schließlich mit dem Zufallslos das Volk halbierten. In der ägyptischen Mythologie galt Teut als Urheber von Religion, Philosophie und Magie. Die Griechen machten ihn darüber, neben den bei Platon genannten Disziplinen hinaus, zum Erfinder von Landvermessung, Medizin, Botanik, Theologie, Staatsführung und Redekunst. Im Grunde galt er als der Ursprung jeder Art von Wissenschaft in der menschlichen und göttlichen Sphäre. Als Gottheit forderte Teut zwar entsprechende Opfergaben, was ihn als Empfänger von Götzendienst durchaus prädestinierte, über eine Darstellung mit Spielbrett oder die Anwesenheit einer Teut-Statue beim Würfelspiel ist jedoch nichts über das, was Viktor behauptet, bekannt. Oft ist der Gott allerdings hieroglyphenschreibend mit einer Tafel abgebildet, welche vielleicht als Spielbrett hat missdeutet werden können. Als griechisches Pendant zum ägyptisch allwissenden Gott Teut tritt in der Mythologie ein Mensch namens Palamedes auf, der über sagenhaftes Wissen verfügte, letztlich aber an seinem Widersacher Odysseus scheiterte. Ihm dichteten die griechischen Dramatiker und Philosophen wie Pindar, Euripides oder Sophokles ebenfalls entscheidende Kulturerrungenschaften wie die Schrift, die Zahlen, das Messen und die Berechnung des Laufs der Gestirne, die geschriebenen Gesetze, die Musik sowie das Brettspiel und die Würfel zu. Er soll letztere sogar zu Argos im Tempel der Tyche, der späteren launischen Göttin des Zufalls, geweiht haben, der die römische Göttin Fortuna zur Seite stehen wird. In der Figur von Tyche und Fortuna verschmelzen Zufall und göttliche Vorsehung zu einem Konzept. Das Gott, dem man hätte opfern wollen, galt Palamedes selbst freilich nicht, wenngleich die Anrufung seines Namens, welcher der mit der Hand Geschickten bedeutet, etwa eine ähnliche Funktion mag hab erfüllt haben, wie sie sich Kurkuli hat zunutze machen wollen. Als der eigentliche Ursprung des Würfelspiels gilt dem Verfasser des Traktats über das Würfelspiel ohnehin der Teufel, quasi Ibse, dessen Inspiration den ruchlosen Menschen schließlich sogar zu göttlichen Ehren verhalf. Dass damit nicht der christliche Gott gemeint sein kann, geht daraus hervor, dass die Opferung an den Erfinder mittels biblischer Quellen als Götzendienst ausgewiesen wird. Wer auf dem Würfelbrett spielt, verübt mithin eine Schandtat und wird die Strafe des Feuers am Gerichtstag erleiden. Wer auf dem Würfelbrett spielt, muss zuvor dem Erfinder opfern, wird also zum Götzendiener, während die Heilige Schrift auf den Götzendienst die Strafe des ewigen Todes setzt.
Aber auch der, welcher zuvor nicht opfert, ist doch des gleichen Frevels schuldig. Jeder Christ, der spielt, soll wissen, dass er bereits kein Christ mehr ist, sondern ein Heide und dass seine Beteiligung am Herrenopfer nichtig ist. Oh, diese wahnsinnigen christlichen Spieler, die es ebenso schlimm treiben wie die heidnischen, wüten, schreien, falsch schwören, schmähen, sich verwünschen. Ihr Hab und Gut durchbringen und vom Teufel umnachtet, in wahnsinniger Leidenschaft nach den größten Verlusten noch weiter spielen, bis sie nackt und bloß sind. Nicht nur das Spielen mit vorhergehender Opferung, sondern die Beschäftigung mit den Würfeln als Teufelswerk überhaupt galt als unrein und Zeichen der Vernunftlosigkeit bzw. des Wahnsinns. Sie waren Christen generell untersagt, wollten sie nicht selbst als Halden gelten, die von der Eucharistie ausgeschlossen waren. Der Traktat endet mit einem leidenschaftlichen Aufruf, anstatt alles Geld und Besitz beim Würfelspiel auszugeben, es lieber auf den Tisch des Herrn zu legen, wo Christus den Vorsitz führt, die Engel zuschauen und die Märtyrer gegenwärtig sind. Mit den Armen und Witwen zu spielen und den Besitz im leidenschaftlichen Dienst für die Kirche zu vergeuden. Dass sich der Text an Kleriker, genauer gesagt an Bischöfe richtet, erklärt die Leidenschaft der Verdammung des teuflischen Spiels, denn diesen war das Spiel seit der christlichen Antike strengstens verboten. Die Verbote setzen sich bis in das Spätmittelalter fort und das, was bereits der älteste Anti-Glücksspiel-Traktat an negativen Eigenschaften des Würfels und seinen Folgen für die christliche Seele aufzeigte, beherrschte seitdem größtenteils sowohl die praktische Gesetzgebung als auch die literarische Auseinandersetzung im religiösen und allgemein ethisch geprägten Diskurs. Dass Archäologen 1982 aus der Klosterkloake eines Augustiner-Jeremitenklosters in Freiburg im Breisgau ein vollständig erhaltenes Trick-Track-Spielbrett bargen, verdeutlicht, dass dieser Enthusiasmus gegen das Würfelspiel durchaus angebracht gewesen war. Zur berüchtigten skandalösen Lebensweise Papst Johannes XII., der ihm 963 den Papststuhl kostete, gehörte neben Schlimmerem auch das Glücksspiel mit Würfeln, wie beispielsweise Lütbrand von Cremona in seiner Historia Ottonis berichtet. Das vierte Laterankonzil untersagte 1215 im 16. Kanon wenigstens den Klerikern neben dem Handel das Würfeln und die Teilnahme an Lotterien allgemein und unwiderruflich. Die Würzburger Synode 1329 weitete das Verbot für Ordensleute auf weitere Glücksspiele aus. Ab dem 15. Jahrhundert wurden Würfel und Spielutensilien in vielen deutschen Städten öffentlich demonstrativ verbrannt. Die enge historische und funktionale Verknüpfung von Würfeln und anderen zufallsbedingten Glücksspielen mit dem antiken religiösen Losverfahren zum Zwecke der Weissagung sowie orakulöser Beschwörungen, beispielsweise in Liebesdingen, die mehr dem Aberglauben als dem offiziell anerkannten religiösen Riten an den dafür vorgesehenen sakralen Orakelstätten dienten, bestimmte von Anfang an die Haltung der christlichen Kirche gegenüber dem Würfelspiel und trug im Wesentlichen zu seiner Verdammung als Häresie bei. Pauschal von einer grundsätzlichen Ursprünglichkeit des Spiels im religiösen Kult zu sprechen, wie Heusinger das tut, ist zwar schlicht zu undifferenziert oder gar falsch, jedoch ist bemerkenswert, wie in den frühesten Ursprungserzählungen die Willkür des kontingenten Glücksspiels mit religiöser Providenz und Funktionalität christlich zu vereinbaren versucht wurde, während gleichzeitig religiöses Handeln mit Techniken vollzogen wurde, die strukturell dem Zufallsprinzip des Hasardspiels identisch waren. Schließlich war auch dem Mittelalter das Würfeln als Losverfahren bei nicht unwesentlich wichtigen Entscheidungen jedenfalls nicht unbekannt. Die niederbayerischen Herzöge etwa würfelten, da sie sich über die Aufteilung ihrer Ländereien nicht einig werden konnten, um eine Entscheidung herbeizuführen. Noch in der Neuzeit war etwa im Umkreis der Pietisten, wie in der Herrnhuter Brünergemeinde, das Losverfahren und andere Zufallsspiele verbreitete Praxis und galt als Spiel der Weisheit, wahrhaftig und zuverlässig. Ohne die Möglichkeit, den Fall der Würfel auf die absolute Providenz Gottes hin auszudeuten, die immanent nur als kontingent wahrnehmbar ist, wäre ein solches Verfahren kaum möglich gewesen. Trotzdem blieb das Würfeln als menschliches Handeln christlich nur äußerst umständlich, nur unter Abstraktion aller Begleitumstände zu integrieren und erfolgte auch nur punktuell. Dass es beim Glücksspiel zudem auch unter dem Einfluss von Alkohol zu Flüchen, Lügen, Betrügereien, Raubprügeleien und anderen verbalen und körperlichen Entgleisungen kam, tat das Übrige für die Verdammung aller Arten von Glücksspiel im christlichen Mittelalter.
Auffallend häufig wird das Würfelspiel mit verbaler Gotteslästerung in Verbindung gebracht, auf die den Quellen und der Exempelliteratur noch massive göttliche und kirchenjuristische Strafen folgten. Es bildet sich regelrecht ein Sündertypus des blasphemischen Spielers heraus, wie ihn der Historiker Gerd Schwerhoff differenziert und äußerst lesenswert aus den Quellen rekonstruiert und in einem druckfrischen Buch zur Geschichte der Blasphemie zusammengetragen hat. Einem würfelnden Ritter zum Beispiel, der beim Spiel per Oculos Dei schwor, so einschlägige Exempelgeschichten, fielen die seinen aus dem Kopf. Ein anderer, der am grünen Donnerstag beim Würfelspiel Gott lästerte, wurde mit Fallsucht bestraft, ein dritter zu Knabengröße geschrumpft. Ludwig IX. Von Frankreich soll einem Spieler wegen Fluchens die Lippen mit einem heißen Eisen gespalten haben. Otto der Große drohte allen würfelnden Klerikern die Absetzung an, wenn schließlich sogar Päpste beim Würfeln erwischt wurden. In Eckehards des Vierten Casus Sancti Galli gilt das Würfeln als Inbegriff für den Betrug und als Metapher für die listenreichen Täuschungen, mit denen sich Erzbischof Hatto von Mainz und der Konstanzer Bischof Salomon, die sich etwas roh, aber scherzhaft einander Sodali nannten, gegenseitig foppten. Als Salomon nämlich durch einen dieser Streiche Hatto um sein ganzes Vermögen bringt, um es für die künstlerische Verherrlichung des heiligen Pelagius ausgibt, muss Hatto den Betrug für frühere Betrügereien hinnehmen. Wenn euch, Vater, dieses Spiel alle Zeit schicklich war und wenn ihr mit diesem Würfel und Brett einander alle Zeit betrogen habt, so leide es jetzt, dass du ebenfalls betrogen bist und so wie auch jener, wie wir wohl wissen, des Öfteren betrogen worden ist. Das Würfelspiel wird aber wohl bloß als Metapher für den Betrug gebraucht. Die Vorgeschichte enthält keinen Hinweis darauf, dass Hatto und Salomon tatsächlich miteinander gewürfelt hätten. Aufgrund dessen, dass beim Spiel viel böser, uppiger, verlassener, schämlicher und unredderlicher Eide gesworen werden, wird 1343 in Weinhäusern und auf öffentlichen Plätzen das Würfeln, beispielsweise in Würzburg, allgemein verboten. Vom Fluchen und Lästern war es zu abergläubischen Beschwerungen der Würfel beim Spiel, wie sie schon Plautus beschreibt, nicht mehr weit. Der St. Galler Uli Rüth, der 1465 als Ketzer verurteilt wurde, gab zu, in einem Wirtshaus geschriebene Verwünschungen gegen andere Spieler zu seinen Gunsten verwendet zu haben. Außerdem habe er drei Würfel in ein Glas Wein geworfen mit den Worten: »Und sollte es Gott lieb oder leid sinne, so will ich die Würfel in das Glas werfen.« Daraufhin seien sie, zu welchem Zweck auch immer, zwei der Würfel wieder herausgesprungen. Bemerkenswert ist auch der Bericht eines Juden, der in der Karfreitagsnacht mit einem Christen gewürfelt habe. Als der Jude verliert, lästert er Christus, woraufhin seine Hand erlahmt. Er würfelt dennoch erfolglos weiter und stößt schließlich unter den übelsten Flüchen gegen Christus und Maria den Spieltisch um. Er stirbt auf der Stelle. Seinen christlichen Würfelbruder ereilt allerdings das gleiche Schicksal. Fast hat man den Eindruck, als stehe das Spiel hier mehr im Fokus der Kritik als die Tatsache, dass der eine Mitspieler ein Jude ist. Und warum sollte der überhaupt ausgerechnet Christus und Maria lästern? Die Beteiligung des Christen deutet zudem eine Vielschichtigkeit an, die die Geschichte als bloße antijüdische Propaganda untauglich macht. Auch die mittelhochdeutschen Autoren, die sich nicht ausschließlich mit geistlichen, juristischen oder historiografischen Themen befassten, dichten dem Glücksspiel jede nur erdenkliche negative Eigenschaft und Sünde an, von denen die verbale Gotteslästerung beim Würfeln wiederum als eine der am schärfsten Verurteilte erscheint. Konrad von Haslau, 1264 Verse umfassendes Gedicht, Der Jüngling, aus dem 13. Jahrhundert, entwickelt aus ihr einen ganzen Sündenkatalog, in dem Gotteslästerung und andere verbale Entgleisungen im Besonderen hervortreten und auf eine Strafe regelrecht metonymisch mit Mord und Totschlag gestellt werden. Die Ansicht, dass der Teufel Urheber des Glücksspiels, vor allem des mit Würfeln sei, war auch sonst weit verbreitet und er zeigte insbesondere symbolische Ausdeutungen des Spielzeugs, an denen die Verwerflichkeit des Spiels didaktisch anschaulich gemacht werden konnte. Aus der Allegorie auf die Würfelzahlen Reimers von Zweta folgt, dass bei jedem Würfelwurf Gott selbst, die Schöpfung, die Dreifaltigkeit, die Evangelisten, die Seelenkräfte oder die Fastenzeit gelästert würden. Neben der Gotteslästerung ist die totale Verausgabung von Sach- und Geldwerten beim Glücksspiel den Autoren lehrhafter Dichtung für ein adliges Publikum ein besonderer Dorn im Auge. Schließlich verspielten auch mittelalterliche Aristokraten ungeheure Summen und setzten dadurch ihre Herrschaft, Ehre und Werdigkeit, das heißt
alles, was ihren Adel auszeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes aufs Spiel. Hincmar von Reims glaubte daher, dass nur der heidnische Gott, das heißt der Teufel, Merkur bzw. Wotan, der Erfinder des Glücksspiels gewesen sein könne. In protestantischer Verstellung tritt der Teufel selbst als Würfelspieler auf, der Spieler in die Hölle entführt, nachdem sie ihm ihre Seele verschrieben hatten, weil sie ihr ganzes Geld beim Würfeln verloren. Die Ansichten über das Glücksspiel im 13. Jahrhundert sind, wie illustriert, in dieser Hinsicht überdeutlich. Die historischen Quellen, juristischen Akten und Bestimmungen, Predigten und Texte der Theologie sowie die Literatur der Laienunterweisung im geistlichen wie profanen Kontext, von denen es ebenso zahlreiche gibt, wie das Glücksspiel verbreitet war, verdammen das Würfelspiel fast ausnahmslos. Der Grund dafür liegt neben den Begleitumständen des Würfelns als menschliche Handlung in der Willkür des Ereignisses des Würfelwurfs, die auf heretische Weise sozusagen kontingente göttliche Willensäußerungen nachspielt, indem zum Beispiel Aussagen über die Zukunft abgeleitet werden. Das deutsche Wort Zufall ist eine Lehnübersetzung des aristotelischen Begriffs des Akzidenz, des dem einzelnen Seienden der Substanz additiv hinzufallendem. Die Akzidenzien gehören dem Einzelding zwar wesensgleich zu, sind aber für sein Sein nicht notwendig, wenn auch kausal begründet. Sie sind kontingent, lateinisch contingentia, als etwas mit Berührendes, geht ebenfalls auf die Philosophie von Aristoteles in mittelalterlicher Vermittlung durch die Rezeption von Boethius zurück. Kontingenz kommt sowohl der Substanz als auch dem Akzidenz zu. Beide entbehren einer intrinsischen Notwendigkeit. Der Zufall ist daher im christlichen Denken nicht per se ein Problem. Vielmehr lässt er sich insofern integrieren, als dass sich so das allmächtige Wirken Gottes als kontingente Willensausäußerung beschrieben lässt. An dieser Stelle verbindet sich dann auch die Kontingenz mit Providenz, die nur bezogen auf die Immanenz Gegenpositionen bezeichnen, bezogen auf die Transzendenz nur etwas über die Beobachterposition auf das Geschehen aussagen. Da die göttlich absolute Providenz, das heißt Vorsehung, dem immanenten Blick entzogen ist, erscheint sie dem Menschen kontingent und tendenziell deshalb sogar bedrohlich. Um allerdings dem Menschen Willensfreiheit zur guten oder bösen Tat zuzugestehen, wird die planvolle Voraussicht auf die Zukunft im Sinne der Stoa als eingeschränkte Providentia bezeichnet, die sich nicht schicksalhaft mit der Providentia Gottes kreuzt, sondern durch die kontingenten Entscheidungen zum sittlichen Handeln. Die Begriffe Zufall, Fatum und Fortuna bezeichnen daher auch historisch und für die literarische Darstellung gattungstypologisch unterschiedlich modellierte Konfigurationen der Relation von Kontingenz und Providenz. Das Würfeln galt ja durch die historische und ursprüngliche Verbindung zum antiken Orakelwesen als Instrument der Häresie, das ein Ausdruck einer Willkürkontingenz, die schon im frühen Christentum auf kategorische Ablehnung stieß und mit kontingenten Willensäußerungen Gottes nicht in Verbindung gebracht werden wollte. Theologisch war damit die Sache eigentlich erledigt. Der Beliebtheit des Würfelspielens, auch unter den Christen, tat dies jedoch keinen Abbruch. Vielmehr musste das Glücksspiel mit Würfeln immer strengeren Regeln unterworfen werden, die auch den geistlichen Stand im Besondere treffen musste, da seine Vertreter sich offenbar anhaltend mit Leidenschaft dem Würfeln hingaben.